Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Tja, was haben Sie uns geschimpft, die Mainstream-Medien, dass wir Hamsterkäufe tätigen, dass wir die Regale leerräumen, abräumen? Und tatsächlich ist das ja auch in vielen, vielen Fällen passiert. Wir sehen die Bilder überall im Internet. Ich will mich dazu jetzt nicht im Einzelnen äußern. Ich habe nur das Gefühl, dass wir in eine Phase gehen könnten, wo wir von den Hamsterkäufen in die Schwarzmärkte wechseln. Das scheint vielen möglicherweise übertrieben. Ich erwarte es eigentlich auch nicht, aber ich sehe, dass das ein Thema wird, zunehmend an den Meinungsäußerungen, an den Kommentaren, sogar an Videos, die wir in den sozialen Kanälen sehen. Und ich will heute mal was ganz Praktisches versuchen. Ich bitte Sie, das tun Sie sowieso regelmäßig und ziemlich intensiv, aber geben Sie sich heute mal bitte besondere Mühe, wenn Sie Anregungen, wenn Sie Hinweise, wenn Sie Quellen haben über das Verhalten, über den Erfolg am Schwarzmarkt. Wie geht man da vor? Was hält man am besten vor? Was kann man da anbieten, wenn man irgendwas Bestimmtes bekommen will? Und ich habe selbst mich mal umgeschaut, was es da an Informationen gibt. Man findet einiges. Zunächst mal will ich noch das belegen, was ich hier behauptet habe. Das wird immer mehr ein Thema hier, zum Beispiel auf Twitter. Pius heißt der Teilnehmer, Klopapier bald nur noch auf dem Schwarzmarkt und bei eBay. Dann Alexander Nastasi, Infotweet, noch immer kein WC-Papier in Sicht, ob wir es doch mal auf dem Schwarzmarkt versuchen sollen. Uwe Schulz, ein Bundestagsabgeordneter, da werden sogar erste Quotierungen oder Preise genannt. Dealmaking ist angesagt in Zeiten von Corona. 1 Kilogramm Weizenmehl gegen 8 Tüten Hefe, bevor die Schwarzmarkt Preise steigen. Das ist natürlich ironisch gemeint, aber es zeigt halt eben das Thema, das kommt jetzt. Jetzt sind noch die Scherzkekse unterwegs, habe ich mir hier aufgeschrieben. Retzor, scheiße, hast du kein Klopapier mehr? Ich habe Kontakte zum Schwarzmarkt, falls du was brauchst. Und noch ein Teilnehmer, der versucht, die anderen so ein bisschen zu beruhigen und schreibt dann, als jemand, der mit leeren Regalen aufgewachsen ist, kann ich euch beruhigen. Auf dem Schwarzmarkt gab es immer alles. Tja, mal sehen, ob's wirkt und ob wir auch so cool bleiben können wie der hier, wenn wir in die Situation kommen. Also, wie gesagt, ich habe mich selbst umgeschaut und ein Buch, das es zu dem Thema gibt, das habe ich selbst gelesen, das ist schon ein paar Jahre her. Das ist von Siegfried Lenz und das heißt Lehmanns Erzählungen oder So schön war mein Markt. Ein Schwarzhändler in den Nachkriegsjahren in Hamburg. Bekenntnisse eines Schwarzhändlers heißt das auch. Das habe ich in Erinnerung, wie gesagt, nicht mehr mit Details, aber als ein sehr schön zu lesendes Buch, richtig aus dem Leben, aus dem Schwarzmarkt. Man kann sich das da lebhaft vorstellen, was da los war. Und das sieht man auch genau, wie das gemacht worden ist und was damals auch alles gehandelt worden ist. Da war alles dabei, von den berühmten Zigaretten natürlich über Damenstrümpfe, Seife bis hin zu Fahrrädern konnte man da alles handeln. Und das bestätigt ja, was der Herr da auf Twitter gesagt hat, auf dem Schwarzmarkt gibt es alles. Dann habe ich gefunden beim Deutschlandfunk Kultur 1945, Schwarzmarkt unter Hamstern. Das war offenbar ein Hörfunkbeitrag und der ist aber auch abgetippt als Beitrag verfügbar zum Nachlesen, wenn Sie das tun wollen. Dann habe ich noch gefunden, bei Spiegel war das, die Moral geht zum Teufel, Zeitzeugen des Hungerwinters 1946-47. Und da heißt es im Vorspann, Abfallessen, Betteln, Fringsen. Im Extremwinter 1946-47 starben viele tausend Menschen in Deutschland an den Folgen von Hunger und Frost. 5 Zeitzeugen erzählen von arktischer Kälte, Diebestouren und Madensuppe. Naja, so weit werden wir nicht kommen, aber da sieht man auch mal die möglichen Extreme, die es da geben kann. Und Diebestouren wollen wir natürlich auch nicht starten. Wir wollen clever handeln. Dann habe ich noch ein Buch gefunden oder ein paar mehr. Hier eines von Mechthild Bormann, Trümmerkind. Da heißt es Hamburg 1946-47. Das war wieder dieser furchtbare Winter. Steine klopfen, Altmetall suchen, Schwarzhandel. Der 14-jährige Hanno Dietz kämpft mit seiner Familie im zerstörten Hamburg der Nachkriegsjahre ums Überleben. Und dazu gehörte natürlich auch der Schwarzmarkt. Ich habe hier sogar noch eine Tabelle gefunden im Internet. Habe mir dummerweise nicht die Quelle aufgeschrieben. Ich hoffe, ich mache da keinen großen Fehler.
Fehler. Und das sehen Sie zum Beispiel für die Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen als Anhaltspunkt, was da mit 10 Zigaretten gekauft werden konnte. Dann gibt es auf YouTube zahlreiche Filme, wenn Sie das Stichwort Schwarzmarkt eingeben. Ich habe bei ZDF eine Doku zu dem Thema gefunden, da kann man vielleicht mal reinschauen. Dann beim NDR unsere Geschichte, als Zigaretten das Überleben sicherten, Schwarzmarkt in Norddeutschland 1945. Und da heißt es im Text unter der Schlagzeile, alle gingen auf den Schwarzmarkt, das war die Mitte der Gesellschaft, die da tätig war. So, und dann noch ein Buch hier, das war von Michael Wild, Der Traum vom Sattwerden. Hunger und Protest, Schwarzmarkt und Selbsthilfe in Hamburg 1945 bis 48. Ja, das war offenbar schon immer ein wichtiger Marktplatz Hamburg, natürlich vor allem wegen des Hafens. Aber wir wissen aus Erzählungen der Eltern und der Großeltern, dass das in ganz Deutschland ein großes Thema und regelrecht überlebenswichtig war für einige Zeit. Hier noch der Schwarzmarkt 1945 bis 48 vom Überleben nach dem Kriege. Tja, und damit sind wir wieder am Ausgangspunkt. Wie gesagt, ich erwarte nicht, dass es so weit kommt, aber man weiß es nicht. Im Augenblick eskalieren ja die Zahlen, die Einschätzungen, die Warnungen und auch die Kritik aus dem Gesundheitswesen am Vorgehen der Behörden und der Regierung. Und deswegen kann man das nicht ausschließen, dass wir bis in dieses Stadium vordringen. Und ich wollte das einfach mal so hier auf den Tisch legen. Und wie gesagt, wenn Sie mitmachen und fleißig Hinweise geben, das wäre toll. Vielen Dank.